Liebe WXW-Fans, ich sitze hier im Backstage-Bereich im Forum in Bielefeld mit Robert Dreisker, der bei Back to the Roots eine sehr schwere Verletzung erlitten hat. Robert, du warst im Krankenhaus gewesen, du bist operiert worden. Bitte nimm unsere Zuschauer doch mal mit auf deine Reise, wie die bis jetzt war in den letzten Tagen. Was gibt's da großartig zu sagen? Die Leute haben es gesehen bei Back to the Roots. Ich habe mir den Orbitalknochen gebrochen, ich habe mir das Oberkiefer gebrochen, das wurde geflickt und ja, jetzt bin ich heute hier im Forum in Bielefeld. Amboss steht auf der Kampfkarte, Lawrence Roman verteidigt seinen Shotgun-Titel und deswegen bin ich hier. Mir ist klar, dass es natürlich viele verdutzte Gesichter gibt, dass man so kurz danach wieder am Start ist, zumindest mit Anwesenheit, aber das ist einfach meine Arbeitseinstellung und offensichtlich ist auch das etwas, das heutzutage dazu führt, dass Leute verwirrt sind. Das kann ich total bestätigen. Die Gesichter eben auch vom Team, da waren einige Fragezeichen, als du zur Tür reingekommen bist. Wie geht's dir denn jetzt so in general? Wie soll es mir gehen? Also man sieht ja, was sich meinem Gesicht noch farbentechnisch abspielt, wie das noch geschwollen ist. Ich kann teilweise noch nicht richtig fühlen im Gesicht. Wird vielleicht auch nie wieder. Aber that's part of the game. Und ich weiß jetzt nicht genau, was du von mir hören willst. Ich habe hier dem Interview zugesagt, weil mir schon klar ist, dass das ein bisschen von öffentlichem Interesse ist, was mit mir los ist und so weiter und so fort. Aber ich habe da nicht viel zu sagen. Shit happens. Das heißt nicht umsonst High-Risk-Manöver, wie zum Beispiel dieser Crossbody, wo das passiert ist. Aber ja, es ist halt, wie es ist. Das verheilt jetzt, das wird noch dauern. Das akzeptiere ich, werde mich in der Zwischenzeit fit halten, aber für mich gibt es da kein großes, ich verbuddel mich irgendwo oder mache einen auf Anil Marek und bin dann mal ein Jahr raus, lass mich nicht in der Academy blicken und dann, wenn ich zurückkomme, erwarte ich, dass ich mit offenen Armen empfangen werde. Das ist nicht meine Arbeitseinstellung, das ist das, was mir auch auf die Nerven geht, das ist das, was wir bei Amboss immer wieder ansprechen und deswegen ist das für mich überhaupt keine Frage. Bielefeld ist jetzt auch keine Weltreise von mir zu Hause. Lawrence Roman tritt dir heute an und deswegen bin ich hier. Punkt, fertig, aus. Du, weil du ihn gerade erwähnt hast, lass uns bitte kurz über Anil Marek sprechen. Eure Story ist ja doch ja sehr gleich. Der ist ja auch jetzt erst kürzlich nach... Das heißt, unsere Story ist gleich. Naja, Anil Marek hat sich bei einer komplett belanglosen Aktion die Schulter zerballert und war ein Jahr nicht gesehen. Ich hätte fast mein Auge verloren und zwei Wochen später sitze ich jetzt mit dir, kann ich mich glücklich schätzen, im Forum in Bielefeld, und führe wieder mal eins deiner legendären Interviews mit dir. Also setz mich nicht mit Anil Marek gleich. Es haben sich aber auch wirklich viele Leute Sorgen um dich gemacht. Und daher wollten wir die Leute jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen. Zu Recht, aber die Leute hätten sich auch mal viel früher um uns scheren können. Jetzt ist mir doch egal. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Und that's it. Und nochmal, ich verbitte mir jegliche Vergleiche mit irgendwelchen verkommenen Next-Generation-Wrestlern wie Anil Marek oder Elia Bloom oder wie sie alle heißen, interessiert mich alles nicht. Ich bin gerade mal zwei Wochen raus und wenn ich könnte, dann würde ich auch schon wieder trainieren, aber es wird mir von den Ärzten empfohlen, das nicht zu tun. Deswegen mache ich es nicht. Es wird alles untergeordnet, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Und wenn Amboss auf der Kampfkarte steht, dann bin ich anwesend. Punkt, fertig, aus. Lass uns über Amboss sprechen. Wie hast du jetzt die Kommunikation mit deinen Jungs da geregelt, also mit den Arrows of Hungary, mit unserem Shotgun-Champion Lawrence Roman? Wie sind da eure Pläne jetzt? Weil da sind ja doch einige Sachen wahrscheinlich durcheinander gewürfelt worden. Ja, da wird eigentlich gar nichts wirklich durcheinander gewürfelt. Natürlich ist das ein unvorhersehbares Ereignis. Und wir kommunizieren ganz einfach weiter. Lawrence Roman ist jetzt WXW Shotgun-Champion. Ich vergönne es ihm von ganzem Herzen. Wir vergönnen es ihm von ganzem Herzen. Es wurde auch endlich mal Zeit. Wer sich vielleicht ein bisschen länger schon mit WXW beschäftigt, der wird auch wissen, dass ich Lawrence Roman schon vor etlichen Jahren gerne an meine Seite geholt hätte. Hat damals nicht geklappt, weil ich im Gegensatz zu allen anderen das Potenzial damals schon gesehen habe. Während man dem Guten noch angeraten hat, sich irgendwelche lustigen Verzierungen ins Gesicht zu malen, habe ich damals schon das Potenzial gesehen. Aber es sollte nicht sein. Jetzt, 2023, ist es soweit und ich freue mich richtig für ihn. Und es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis die Arrows of Hungary Jagd auf die Tag-Team-Titel machen. Und dann
wird Amboss richtig gut aufgestellt sein. Was heißt eine Frage der Zeit? Ist das schon in eurem Zeitplan so festgelegt oder was gibt es da für weitere Infos? Wer ist das beste Tag Team der Welt? The Arrows of Hungary. Wer sind World Tag Team Champions? Die French Adors. Das maximal zweitbeste Team der Welt. Also, es ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht wird man früher oder eher früher als später was von den Arrows of Hungary in diese Richtung hören. Okay, interessant. Bin ich gespannt, wie das läuft. Du hast es gerade angesprochen, Lawrence Roman. Du hältst große Stücke auf ihn. Er ist auch unser aktueller Shotgun-Champion und hat ja beim 16 Karat Gold die Möglichkeit, sich auch den Unified World Wrestling Championship zu sichern. Da würde mich interessieren, wie ist es da bei euch in der Hackordnung oder Stallordnung, wenn jetzt Lawrence Roman auf einmal mit zwei Championships durch die Gegend läuft? Was soll's da für eine Stallorder oder wie auch immer geben? Also, Lawrence Roman kann es auf jeden Fall ganz, ganz weit schaffen im 16 Karat Gold. Und ganz ehrlich, ich vergönn's ihm von Herzen. Shotgun Champion, Unified World Wrestling Champion, 16 Karat Gold Gewinner. Ich wünsche ihm nur das Beste. Und bei uns, da gibt's keine Rangordnung und da ist sich niemand irgendwas schuldig, neidig oder was auch immer. Also ist auch eine komische Frage. Ich weiß auch, Lawrence Roman wird auch immer als der Pitbull von Amboss bezeichnet. Ich weiß, womit hat das zu tun? Weil Leute Angst vor Pitbulls haben? Oder was? Naja, seine Statur ist dementsprechend und er geht ja auch sehr stark nach vorne. Ja, klar. Und so soll es auch sein. Wie gesagt, komische Frage. Es gibt keine Stallorder. Ich wünsche Lawrence Roman nur das Beste. Der Sieg der Shotgun Championship, das war mal ein Ausrufezeichen, das auch lange überfällig war, dass er das Potenzial hatte, das wusste ich immer. Und bei 16 Karat wird er auf jeden Fall auch auf sich aufmerksam machen, wie das gesamte Team Amboss. Da bin ich mir 100% sicher. Robert, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend hier in Bielefeld. Bitte überanstreng dich nicht und weiterhin gute Genesung. Ja, danke. Das sind genauso unnötige Tipps wie von den Ärzten, aber Dankeschön.